Liebe Tierfreundinnen und Tierfreunde, einen Tag vor Heiligabend brachten Mitarbeiter der Firma Feintool aus Ohrdruf zwei Kater, die sich auf dem Betriebsgelände schon längere Zeit aufhielten, zur Arche Noah. Man hatte sich um die beiden schönen Kater gekümmert, doch über die Feiertage wollten sie die Mitarbeiter der Firma nicht allein zurücklassen. Nun sitzen die weiß getigerten Stubentiger etwas verschüchtert in der Tierheim-Quarantäne. Sie sehen aus, als hätten sie bis vor kurzem noch ein schönes Zuhause gehabt, denn ihr Fell ist gepflegt. Auch sind sie nicht abgemagert. In der Arche Noah wurden sie auf ungefähr 8 Jahre geschätzt. Wahrscheinlich kann man davon ausgehen, dass die beiden ausgesetzt wurden, meinte Tierheimleiterin Katrin Mattes, weil zwei Katzen sich ja nicht gemeinsam von zu Hause weglaufen. Ob es sich um Brüder handelt, ist ungewiss, aber sie sind sehr aufeinander bezogen. Vielleicht werden die Schönen ja doch vermisst oder von Nachbarn oder Bekannten der Besitzer erkannt. Katrin Mattes ist für jeden Hinweis dankbar. Sollte sich niemand für die zwei Freunde melden, suchen sie ganz schnell liebe Katzenfreunde, wo es Katzen gemütlich ist und sie gemeinsam durch ein neues Revier streichen können. Beide Kater sind kastriert und können nicht mehr für ungewollten Nachwuchs sorgen. Außerdem sind sie ganz lieb und menschenbezogen. Nummer 3 der heutigen Vorstellung ist ein sehr schöner rot-weißer Kater. Er hielt sich mehrere Tage in der Dorotheenstraße in Gotha auf und wollte nicht wieder weg. Das Tier wird auf ungefähr 1,5 Jahre geschätzt. Der Kater ist noch nicht kastriert und war vielleicht auf Brautschau. Da in den Straßen der Stadt reger Autoverkehr herrscht, brachte ihn die Finderin zu seinem Schutz ins Tierheim. Auch ihm gefällt es natürlich gar nicht in der Gefangenschaft. Katrin Mattes hofft deshalb, dass der rot-weiße Gestrandete von seinen Besitzern oder deren Umfeld erkannt wird und schnell wieder nach Hause darf. Sollte sich niemand im Tierheim melden, braucht auch dieser junge Kater möglichst bald eine neue Sofaecke mit Bedienung und Ausgang.